Sie haben es geschafft und genießen den Erfolg. Eine Woche lang haben sie mit Heiko Hanewald geübt, allein und in der Gruppe. Heiko ist Breakdancer und das schon sehr lange. Denn während Hip-Hop, und dazu gehört der Breakdance, gerade sein 50. Jubiläum feiert, ist der ehemalige DDR-Meister fast von Anfang an mit dabei. Ich war zweifacher DDR-Meister im Breakdance, habe natürlich über viele, viele Jahre dann meine Erfahrungen gesammelt, tanze jetzt seit 39 Jahren, habe im nächsten Jahr mein 40-jähriges Bühnenjubiläum und seit circa 25, fast 30 Jahren trainiere ich mit Jugendlichen, habe dann angefangen, auch Jugendliche zu unterrichten und kann dort meine Erfahrungen weitergeben im Breakdance. Und diese Erfahrungen im Unterricht sehen Eltern, Großeltern, große und kleine Freunde bei der Vorführung im Saal der Kulturfabrik Haldensleben. Wenn man bedenkt, dass hier nur 4x2 Stunden Training und eine ausführliche Probe dieses Ergebnis bringen, dann können alle Beteiligten mit Recht stolz sein auf das, was sie hier zeigen. Breakdance ist eine Kombination von Bewegungen und Moves, die neben tänzerischen Schritten auch mehr oder weniger artistische Elemente enthält, und die Aneinanderreihung dieser Teile ergibt den Tanz. Und dieser Tanz zieht seit 50 Jahren die Jugend in seinen Bann. Ein Freund aus meiner Klasse hat mal Breakdance gemacht und dann hatte ich auch Lust, das zu machen, und dann habe ich halt auch angefangen. Während wir uns noch weitere Moves ansehen, ein kleiner Exkurs in die Geschichte, denn Breakdance war früher eine Minderheitenkultur. Für viele Jugendliche war Breakdance, wie es in den 70er und frühen 80er Jahren getanzt wurde, eine Alternative zur Gewalt der städtischen Straßengangs. Heute fordert Breakdance eine hohe Disziplin von den Tänzern, die oft über athletische Fähigkeiten verfügen müssen, und deshalb setzt Heiko Hanewald auf Disziplin und Durchhaltevermögen. Ja, das ist eine sehr wichtige Botschaft, weil mir persönlich extrem auffällt, dass man in den heutigen Tagen mehr als Psychologe mit den Kindern arbeitet, als Trainer, da sich eben viele Sachen, viele Einflüsse, global ist das allerdings auch, auf die Kinder wirken. Also das geht YouTube, WhatsApp, Instagram und so weiter, auch viele Ablenkungen da sind, die Kinder einfach nicht mehr konzentriert sind. Natürlich auch in unserer Wohlstandsgesellschaft den Kindern von den Eltern zu viele Dinge abgenommen werden, die Selbstständigkeit fehlt, sehr oft auch kein Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein bei den Kindern da ist, ohne es zu pauschalisieren. Aber ich kann das, sage ich mal, nach 25 Jahren Arbeit mit Kindern oder fast 30 Jahren eben wirklich sagen, dass da eine extreme Veränderung sichtbar ist. Und dass er das auch mit Recht einfordert, beweist der Lehrer dann selber. Denn so wie er sich hier dreht, wird sich Breakdance als Teil der Hip-Hop-Kultur auch die nächsten 50 Jahre lang drehen.